Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ixion. Und ich habe ja die letzte Folge beendet mit einer schwierigen Entscheidungssituation. Und ich habe ja euch um eure Meinung gefragt und ihr wart sehr gespaltener Meinung. Gehen wir mal kurz zu der Problemstelle. Und die Problemstelle nennt sich Rokat Hanski D79. So. Folgendes. Ich habe sehr viele Informationen gekriegt. In Discord-DMs, in anderen DMs, in den Kommentaren und so weiter. Danke für die ganzen Infos. Also wirklich, auch dass sie jetzt nur, wo ich explizit gefragt habe, gekommen sind und auch so spezifisch, dass sie nicht gespoilert haben, wirklich gut gemacht. Danke euch schon mal dafür. Folgendes. Wir haben diese zwei Optionen. Allein, dass wir diese zwei Optionen haben, ist schon ein Wunder, soweit ich das mitbekommen habe. Denn dieser Planet ist eine Falle. Wenn du diesen Planeten anfliegst, ist dein Schiff eigentlich kaputt. Denn nahezu jede Option, die wir hätten auswählen können, hätte das Schiff zerstört. Allein, dass wir so weit gekommen sind, ist schon mal nicht schlecht. Also eigentlich möchte das Spiel das Schiff an dieser Stelle zerstören. So, soweit dazu. Dann Naomi-Protokoll. Ich weiß jetzt auch, was das Naomi-Protokoll bedeutet. Und zwar Naomi-Protokoll ist eine Backdoor, ist quasi ein manueller Sicherheitsprotokolle-Override. Das bedeutet, immer wenn Naomi-Protokoll dasteht, bedeutet das, du kannst das als Mensch entscheiden und überschreibst dafür jegliche Sicherheitsprotokolle der KI. Also überleg dir sehr, sehr gut, ob du das tun willst oder nicht. Das ist das Naomi-Protokoll. Irgendwie hat es gerade angezeigt, dass der Voice übersteuert. Ich hoffe, es war jetzt nicht so. Also, ja. Sämtliche Sicherheitsmaßnahmen aushebeln oder die Ratte zerstören. Ratte zerstören hat zur Folge minus 1 permanent. Jetzt haben einige geschrieben, kannst du ausgleichen, das ist auch richtig. Allerdings, das Schiff, als wir hier reingeflogen sind, hat unser Schiff gesagt, wir können noch irgendwie 8 Jumps machen. Bevor unser Schiff zerbricht. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir auch noch 8 Jumps machen müssen, bevor unser Schiff, also bevor wir das Ziel erreicht haben und wir sind erst im System 2. Uns hier schon permanente Debuffs einzufangen, ist, glaube ich, schlecht. Und ich will auch wissen, was passiert, wenn ich das mache. Deshalb werde ich was richtig Dummes tun und ich werde die aufnehmen. So. Na, die haben neue Identitäten bekommen. Es war hoffentlich nur ein Datenbankfehler. Es könnte sein, ihr habt ja auch noch geschrieben, es könnte sein, die Crew ist von dem anderen Schiff. Von dem anderen Dolos-Schiff. Aber selbst das wäre ja okay. Weil die UN ist ja unser Feind. Und also die UNO ist ja unser Feind und nicht Dolos. Ne? Von dem her wäre das eigentlich in Ordnung. Und es könnte ja sein, dass vielleicht 5 gestorben sind, aber die haben ja gesagt, sie arbeiten schon immer auf der Tycoon. Das System hat auch gesagt, es sind Menschen, also wahrscheinlich keine Formwandler oder so. Vermutlich. Wir werden sehen, wie dumm die Entscheidung war. Wir werden es sehen. Ich würde dafür ganz gerne jetzt mal eine Sonde losschicken und hier noch irgendeinen weiteren Planeten suchen. Wenn es geht, hier reinfliegen ist eine schlechte Idee. Wir können auch mit dem Schiff hier durchfliegen, dann wäre es auch weg. Aber das gibt wahrscheinlich auch einen dauerhaften Debuff. Das wäre natürlich sonst ein... Also wenn das keinen dauerhaften Debuff geben würde, wäre das natürlich eine gute Option, das Schiff loszuwerden. Und die Besatzung, indem wir einfach hier durchfliegen. Aber das will ich jetzt auch nicht auf Krampf ausprobieren. So, es muss doch hier irgendwo noch was... ein Point of Interest geben.
Achso, ja, die Sonde. Ah ja, hier könnten wir gar nicht hinfliegen, ohne da durchzufliegen. Ne? Weil hier wird unsere Sonde zerstört. Ich weiß nicht, was passiert, wenn das hier die Tycoon erreicht. Aber es ist nicht rot. Also wahrscheinlich nichts. Hier auf der Seite haben wir eigentlich schon alles ganz gut erforscht. Da war was. Da ist was. Eisenvorkommen und ein Point of Interest gleichzeitig. Das sieht ja im ersten Moment aus, als würde sich das lohnen. Und dann fliegen wir erstmal dahin. Beziehungsweise, da ist ja noch ein Planet, den wir noch nicht entdeckt haben. Pass auf, dann fliegen wir mit der Ratte jetzt dahin. Warte auf Forschungsschiff. Na, wir fliegen noch nicht direkt zurück zu Tycoon und wir fliegen auch noch nicht zu Deville 59, weil wir hier ja eine Kolonisierung starten wollen. Und ja, da sollten wir vielleicht keine Risiken eingehen. Würde ich jetzt erstmal sagen. Ansonsten haben wir hier Ressourcen ordentlich dabei. Bergbauschiff. Kann ich das hier irgendwie auswählen? Nee, okay. Ich mache auch gleich wieder Play. Ah, warte mal, ich sehe gerade. Ah, okay, wir können nicht springen, weil wir nicht wissen, wohin. Hm, verstehe. Wie ist denn die aktuelle Situation auf der Tycoon? Schauen wir mal. Rumpfintegrität geht so. 6 pro Zyklus. Metall haben wir schon einiges da. Und es ist auch wieder was auf dem Weg. Ich setze mal fort. Und da ist jetzt unser Siedlungszentrum. Okay. Da ist auch unser Siedlungszentrum. Das sieht ja schick aus. Das ist so eine Übungsanlage, ne? Nice. Ja. Noch einen Sektor öffnen. Boah, bin ich echt unsicher, ne? Können wir aktuell eh nicht, weil wir keine Chips haben. Wir könnten dann natürlich... Also, wir könnten hier Sektor 1 zu so einem Wohlfühlplaneten, sag ich mal, machen. Mit einem Siedlungszentrum und Häusern und so weiter. Und hier die ganzen Nichtarbeiter reinpacken. Und dann vielleicht hier doch nochmal einen Sektor öffnen und da dann vielleicht die Landwirtschaft nochmal umziehen. Okay, wir haben Wissenschaftspunkte mitgenommen. Insektenfarm können wir nicht machen. Okay. Was fehlt denn alles noch? Eine Fusionsstation, um Wasser herzustellen? Eine Feuerwache, um Brände zu löschen? Ich bin immer noch der Meinung, dass Brände erst kommen, wenn wir das haben. Zellquartiere. Getreidefarm. Ich gehe mal auf Zellquartiere. Das ist zwar keine gute Qualität, aber es ist besser als obdachlos. Das heißt, wenn wir einen neuen Sektor öffnen, könnten wir erstmal so ein Ding da reinzimmern. Einfach nur, damit die Leute... Ja, damit die Leute überhaupt Unterschlupf haben. So, unser Forschungsschiff ist auch angekommen. Nee, ist es nicht, hä? Achso, das war einfach noch eine alte Meldung. Rotanski D79. Rogatanski. Der Planet ist Müll. Es ist wahrscheinlich... Ich weiß nicht, kann man empfehlen, den Planeten zu meiden, wenn man das Spiel spielt? Ich weiß es nicht. Müsst ihr euch überlegen.
Aber wenn er gar nicht erst hinfliegt, habt ihr natürlich diverse Entscheidungen gar nicht erst, die ihr treffen müsst. So, Rumpfreparatur, Effizienz geht runter, was natürlich schlecht ist. Ich würde die Rumpfreparatur kurz mal ausschalten. Einfach um Ressourcen zu sparen. An accident has occurred in the Tycoon. Wo? In dem Chiplager, okay. Okay, eine Sonde hat das hier gefunden. Ein Eisenvorkommen mit über 400, das ist sehr gut. Sobald der fertig ist, kann er dann hier rüberfliegen. Und einen Gasriesen mit mindestens 30 Forschungspunkten. Okay. Da kommt die Ratte. Ah, ja. Mal schauen, ob sich das irgendwann noch rächen wird. Ich bin sehr gespannt, ob sich das rächen wird. Okay, das Abbauschiff muss gewartet werden. Aber es ist ja noch einiges da, das abgeholt werden muss, naja. Und es sind jetzt auch gerade mehrere Schiffe. Es sind drei volle Schiffe auf dem Weg mit Ressourcen. So, Mag Air, Eis und Feuer. Sondenscans ergaben schwache Signaturen einer Dolus-EKP-Signatur nahe des Planeten Mag-Air. Nach der Flugbahn zu urteilen, ist das Schiff in die Atmosphäre des Planeten eingetreten. Die Koordinaten einer möglichen Absturzstelle wurden ermittelt. Ah. Das Team der Ratte hat die Absturzstelle erreicht. Die niedrige Oberflächentemperatur des Planeten. Die Oberflächentemperatur des Planeten ist extrem niedrig und das Team hat die gefrorenen Überreste eines Forschungsschiffs im Eis gefunden. Okay. Entlüfte die Treibstoffzellen der Ratte und taue somit das Eis auf. Das Entlüften der Treibstoffzellen der Ratte wird die Umgebungstemperatur erhöhen und erlaubt der Besatzung, das Schiff zu betreten. Bohre dich durch das Eis und untersuche das Wrack mit einem Endoskop. Mit einem Präzisionsbohrer und einem Endoskop kann die Besatzung der Ratte das Wrack untersuchen. Über ein Universal-Toolkit kann eine Verbindung zu allen Dolos-Systemen hergestellt werden. Okay. Errichte Aushubinfrastruktur. Mit Ressourcen vom Frachtschiff wird das Team der Ratte eine provisorische Infrastruktur richten, um Komponenten aus dem Wrack zu bergen. Ich würde sagen, einfach ein kleines Loch reinbohren und gucken. Ist am sichersten. So, wir sind bei unter 50% Höhlenintegrität. Gleich. Also unter 50% von dem, was wir ja noch haben. Wir haben ja schon 20% permanent verloren. Das wird der Besatzung nicht gefallen, gehe ich von aus. Aber es ist besser für die Effizienz des Gesamtsystems. Schauen wir mal. Ja, genau. Jetzt ist es wahrscheinlich... Ne, noch nicht runtergegangen. Oder geht das erst bei 25% runter? Das könnte auch sein. Also wir haben hier... auf der Bahn... Okay, ich versuche mal wieder die Bahnen nachzuvollziehen. Also hier ist eine Bahn... Auf der sind ja wir. Dann ist hier eine Bahn, da ist ein Planet. Den haben wir. Der ist auf der Bahn. Okay, auf dieser Bahn müsste noch irgendwo ein Planet sein. Oder ist das der? Der fehlt auf... Ne, warte. Der hier ist auf dieser Bahn. Ne, und auf der Bahn ist der. So, dann auf der Bahn ist der. Auf der Bahn ist der. Also wenn überhaupt, dann noch auf einer noch weiter Außenbahn. Da ist eine Menge Eis.
Interessanterweise scheint hier in der Wolke irgendwas zu sein. Nee. Ach, hier hinten scheint was zu sein. Okay, das ist die äußerste Bahn. Da müsste man gucken. Boah, da muss ich mir das Tutorial nochmal anschauen, wie ich Sachen meide. Aber auf... Also auf der Bahn hier müsste noch irgendwas sein. Eine Menge Eis auf jeden Fall auch. Boah, ich frage mich, ob ich hier große Mengen an Wasser mitnehmen sollte. Ah, nee, jetzt habe ich aus Versehen schon wieder geklickt. Ich wollte verschieben, habe die falsche Maustaste erwischt. Belastend. Na, da wird die nichts finden. Weil im Nachhinein kann ich ja hier den Weg von der Drohne eigentlich nicht mehr korrigieren, ne? Rumpf. Weltraumwetter. Beachte, dass die Tycoon gefährlichen Zone. Beachte, dass die Tycoon in einer gefährlichen Zone zwar eventuellen Schaden ertragen kann, dies aber nicht unbedingt auch für eine Flotte gilt. Okay. Sollte sich ein solares Objekt, wie zum Beispiel ein Asteroid, in einem gefährlichen Bereich der Systemkarte befinden, kannst du dieses Objekt. Ach, okay. Ausweichen. Ah, okay, ich kann nur so ein Objekt ausweichen, indem ich das anklicke und dann vermeiden drücke, okay. Weil die Frage ist natürlich, wie würde man hier hinkommen? So wie ich das Spiel kenne, müssen wir hier hin. Und das gefällt mir nicht. Okay, wir haben wieder ein Schiff. So, also das ist natürlich Quatsch hier. Hier ist gar nichts. Hier wäre der Planet. Hier wäre der Planet. Dann haben wir hier Plymouth 37. Auf dieser Bahn habe ich auch noch keinen Planeten gefunden, ne? Nee. Okay, also auf der Bahn müssen wir noch einen finden. Und dann noch den hier hinten. Und dann haben wir eigentlich alle Umlaufbahnen erforscht. Naja, mal gucken, ne? Okay, Hüllenintegrität ist wirklich nicht mehr so gesund. Schalten wir mal die Reparatur wieder ein. Ja, jetzt wieder mit 97% Effizienz. Okay, jetzt bin ich gespannt. So, der Einsatz des Endoskops war erfolgreich. Vom Bordcomputer wurden Daten geborgen. Obwohl sie fehlerhaft waren, fand das Team heraus, dass dieses Schiff zuvor mit der Protagoras in Verbindung stand. Ah. Okay, das war's. Gut. Aber 60 Forschungspunkte, das ist ziemlich gut. Natürlich. Eingehende Übertragung. Administrator, we have collected and analyzed enough data to locate the Protagoras on the planetary system map via probe scan. Oh. Okay. Und wie? Muss ich das verstehen? A probe has completed its scan. Genau, das war die gewastete.
Okay, Eisen ist wieder gut in Verarbeitung. So, dann schicke ich das Schiff einmal kurz hier rüber. Der Planet Weiland ist tot und völlig unproduktiv. Unsere Scans haben jedoch Überreste eines Schiffs in der Umlaufbahn entdeckt. Oh! Oh, ein UN-Schiff. Vielleicht erledigt sich das mit der Besatzung gleich. Aber wie soll ich jetzt die, wie soll ich die, hä, wie soll ich die, die jetzt finden? Ich dachte, das wird jetzt irgendwie angezeigt oder so. Was passiert, wenn ich hier durchfliege? Mit einer Sonde. Ich gehe davon aus, dass die hops geht, ne? Aber lass einfach ausprobieren. Ich bin gespannt. Okay, warte, wir kümmern uns erst darum. So, das Wrack des UNO-Kriegsschiffes. Kriegsschiff auch noch, perfekt. Hizinga kreist um Weiland 71. Durch eine Schicksalswendung scheint es nach der Jagd auf Dolos Überlebende auf etwas gestoßen zu sein, das noch gefährlicher ist als es selbst. Wir haben Sichtkontakt zu einer Gruppe von Notfall-Kryokapseln der UNO, die in Richtung Weiland 71 treiben. Wenn wir nicht eingreifen, werden sie in der Atmosphäre des eintreten und verbrennen. Okay. Also. Alter, die Story ist so krank. Also die UNO, also die Vereinten Nationen, also quasi die gesamte Menschheit, hat sich also zur Aufgabe gemacht, jeden einzelnen aus der Dolos Company, jeden einzelnen Mitarbeiter oder jeden einzelnen, der irgendwas mit dieser Firma zu tun hat, umzubringen. Das klingt schon mal ein bisschen weird, aber auch irgendwie nach dem, was Menschen tun würden, aber auch weird. Und die hat scheinbar hart erwischt. Also wir können jetzt das Schiff looten. Wir können das Vorgehen der Hizinga gegen Dolos nicht verzeihen. Wir werden nicht versuchen, die Krückkappel zu bergen. Stattdessen werden wir das Rack... Genau. Das heißt, wir... Ist natürlich klar, das Timing ist natürlich, ne, dass wir ganz zufälligerweise jetzt gerade kommen. Wir können Materialien bergen vom Schiff und die alle in der Atmosphäre verglühen lassen. Wir könnten die nächstgelegenen Kryokapseln bergen. Das würde weniger Kryokapseln geben und es würde... das geringste Risiko wahrscheinlich für unsere Besatzung bedeuten. Das eine Risiko ist, wir nehmen natürlich UNO-Leute dann auf. Jetzt ist die Frage, ob die dann nicht, sobald wir die aufgeweckt haben, uns alle umbringen wollen. No? Es sind ja Menschen und offenbar von der UNO. Und das zweite ist, das wäre der Punkt, ist es schlau, auch noch das Leben meiner Besatzung zu riskieren? Um alle Kapseln zu retten von Leuten, die uns eventuell umbringen wollen? Oder wir analysieren das Schiff, um besseres Verständnis für die Fähigkeiten der UNO-Schiffe zu erhalten und lassen die Kapseln auch verglühen. Oh. Ja. Oh, ich hasse das Spiel. Also ich mag das Spiel, aber ich hasse es. Ihr wisst, wie ich das meine. Digga.
Haben die es verdient, alle zu verbrennen, ist die eine Frage. Ich meine, es sind Menschen und wir sind potenziell die letzten Menschen, die existieren. Potenziell. Andererseits, wenn es andere Schiffe hierher geschafft haben, vielleicht noch nicht, aber potenziell. Die letzten Menschen, die existieren. Und wir sollten andere Menschen nicht umbringen. Aber es kann natürlich sein, dass die... Ich weiß nicht, ob das Spiel so weit geht. Also die Crew-Kapseln sind natürlich erstmal die gleichen, aber ob das Spiel auf Basis der Interaktion dann sagt, okay, die nächsten Crew-Kapseln sind dann automatisch UN-Leute und die machen dann Trouble. Wenn wir die einfach verbrennen lassen, können die Leute aber auch pisst sein, dass wir halt Menschen verbrennen lassen. Es kann alles immer 1000 mögliche Ausgänge haben, ne? Bisher bin ich ja mit meinen bedachten Entscheidungen ganz gut gekommen. Deshalb gebt mir bei solchen Sachen immer bitte ein paar Minuten, um mir das gut zu überlegen. Bringt es was, das Schiff zu untersuchen? Wenn wir die retten, vielleicht sind sie uns auch dankbar und erzählen uns was. Ach, scheiße, Mann. Wenn wir... Okay, sagen wir mal, wir retten die. Sagen wir mal, wir retten sie. Wir sind nett und retten sie. Obwohl sie eigentlich uns alle auslöschen wollen. Ne? Wir sind nicht so wie die. Wir sind nicht so wie die. Wir geben uns nicht auf das Niveau von denen runter und lassen sie alle sterben, sondern wir nehmen sie mit. No? Dann ist jetzt die Frage, was von den beiden Dingen man macht. Ob wir wirklich unser Leben riskieren, um alle Kapseln zu bergen? Oder ob wir nur die nahegelegensten Kapseln bergen und unsere eigene Besatzung in Sicherheit lassen, die ja möglicherweise immer noch irgendwelche weirden Aliens sind. Das wissen wir auch nicht. Aber wahrscheinlich wären die gleichen Sachen gekommen, ne? Wären wir ja vorher gewesen. Soll ich wieder vorher speichern? Ich kann nicht vor jeder Entscheidung speichern, ne? Das ist auch wack. Ich muss eigentlich was auswählen und dann damit leben. Wenn wir nicht alle mitnehmen. Wenn wir nicht alle mitnehmen. Dieses Manöver ist gefährlich. Ja, wie gefährlich? Eigentlich möchte ich schon alle retten dann, wenn dann. Aber wir könnten unser ganzes Schiff verlieren und dann sind alle tot. Wenn wir die Ratte verlieren, dann ist nicht nur das Schiff weg und unsere Besatzung tot, sondern dann sind auch alle Crewkapseln tot. Wenn. Speicher. Ich weiß, es ist mega wack, aber lasst mich. Ich versuche alle zu bergen. Scheiße. Ich muss sicher gleich neu laden. Ich geh davon aus, dass das Schiff kaputt geht. Aber wir warten das jetzt auch ab. Ich werde jetzt in der Zeit nichts machen. Oder, wobei, wir könnten die Sonde nochmal kurz rausschicken. Ah, warte, wir können der Sonde zuschauen, wie sie ins Verderben fliegt. Ah, okay. Also sie schafft das tatsächlich hier durch. Hier würde wirklich nur die Tycoon kaputt gehen. Okay. Very interesting. Wow.
flagship team has completed a task. Yeah. Ich wusste es. Okay. Ich werde das jetzt nicht immer machen, weil das wack ist, okay? Aber ich habe meine Erfahrung gesagt. Also, meine intuitive Entscheidung wäre die richtige gewesen. Wahrscheinlich. Also, wenn wir jetzt nochmal verkacken, dann werde ich auch, dann werde ich es auch so akzeptieren. Warte, die sollen erstmal kurz die Wissenschaftspunkte hier noch wegholen. So. Wir versuchen, die nächstgelegenen Kapseln zu bergen. Wenn das jetzt auch ein Fehler ist, dann ist es so. Na, also ich will jetzt nicht... speichern und permanent neu laden, weil das wirklich wacko ist. Aber ich wollte halt wissen, was passiert. Ich hätte ja tendenziell auch das andere genommen. Das habe ich auch gesagt. Na, ich versuche mir das jetzt selber schön zu reden. Ich weiß. Ich darf meine eigene Besatzung nicht in Gefahr bringen. Okay. Bei der Bergung der Krühkapsel wurde die Ratte von einem Hagel... tellursischer Körper getroffen, die Weile 71 Grad. Glücklicherweise entstand kein Schaden. Oh. Okay. Wir haben jetzt Kryokapsel. Wir haben 25 Menschen gerettet. Das darf man nicht vergessen. Wir haben 25 Menschen gerettet. So, theoretisch könnten wir jetzt... Nee, könnten wir nicht. Wir müssten dahin und dann dahin fliegen. Waren wir hier schon? Maybe. Aber wir fliegen jetzt erstmal dahin. So, wir müssen ja immer noch das andere Schiff finden. Guck mal hier. Das ist aber neu, oder? Ist das neu? Ja, das ist neu. Das ist auch auf der gleichen Bahn wie einer der Planeten. Wie der. Das muss das Schiff sein. Das ist neu. Also ich hoffe, die Sonde ist schlau genug, hier um den Planeten rumzufliegen. Ja, okay. Man weiß ja nie. Okay, Legierungen sehen gut aus. Okay, ein Schiff holt hier Kryokapseln ab. Das ist gut. Die können auch alle mit einmal mitgenommen werden. So, mal schauen, was Tatra V8 für uns zu bieten hat. Ob ich da auch wieder irgendeine fürchterliche Entscheidung treffen muss oder nicht. Okay, Schiffs sieht soweit gut aus. Ah, okay, der baut schon hier ab. Das ist sehr gut. Und da... Ah, da ist die Protagoras. Alles klar. In dem Gebäude, okay. Huch. Unfall. Ja, doch, das ist schon das, ne? Ich sollte die Schmelze mal wieder anschmeißen, ne? Und die da auch. Weil wir haben eine Menge Eisen hier.
Okay, wer will was? Was? Die Besatzung leidet unter dem langen Aufhalt in einem Planetensystem, das für unsere Ziele ungeeignet ist. Dies führt zu einem Anstieg von Fällen der Tote-Erde-Krankheit. Die kleinen Munich-Algorithmen empfehlen ein kontinuierliches Vorschreiten der Tycoon in ihrer Mission, um die Krankheit unter Kontrolle zu halten. Digga, ich hasse euch so sehr. Ohne Witz. Ohne Witz. Durch zu langen Aufhalt im System. Okay, das ist im nächsten System zum Glück wieder weg. Aber da kommt dann wahrscheinlich das nächste. Da ist dann das Hoffnung aufgegeben aufgrund von Kartoffelchips, die nicht gesalzen sind, Symptom. Okay. Da ist die Protagoras. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Unsere Sonde hat eine elektromagnetische Signatur entdeckt, die einem noch funktionsfähigen Dolos-Schiff zugeordnet ist. Es scheint sich um ein nicht identifiziertes Frachtschiff zu handeln, das zwischen den Wasserstoff- und Heliumwolken von Tatra V8 navigiert. Es reagiert nicht auf Kommunikationsversuche. Übertragung von der Ratte. Extrem starke Wirbelstürme bewegen sich durch die Atmosphäre von Tatra V8. Wir haben Schwierigkeiten beim Manövrieren und befürchten, jederzeit von einem Blitz getroffen zu werden. Wir haben das Frachtschiff erfolgreich lokalisiert. Es scheint unsere Anweisungen nicht bemerkt zu haben. Was ich gerade schauen will, wir haben noch keine Siedler. Nähere dich dem Frachtschiff. Die Ratte wird für eine bessere Sicht des Frachtschiffs in Position gehen. Es ist aber extrem starke Wirbelstürme. Rufe das Frachtschiff. Wir rufen das Frachtschiff. Keine Risiken. Ich möchte keine Risiken für so ein dummes Frachtschiff eingehen. Und was ich auch nochmal schauen will, wir haben noch einen Orbit. Wir haben noch einen einzigen Orbit, in dem wir nichts gefunden haben. Den würde ich jetzt auch nochmal ganz kurz scannen wollen. Das ist der da. Ach doch, da ist ja ein Planet. Plymouth 37. Ne, da haben wir alles, oder? Ich glaube, da haben wir alles. Achso, das ist noch nicht weitergegangen, weil ich hier noch nicht Player booke. Also insgesamt haben wir ein Plus von 0,6. Was eigentlich nicht schlecht ist. Ich sollte vielleicht mal wieder eine Forschung starten, ne? Nahrung. Pilzwand. Ah, das muss natürlich... Eine Pilzwand muss natürlich an die Wand. Ist klar. Okay. Bevölkerung. Zellquartiere. Muss natürlich auch an die Wand. Ist klar. Das ist schön. Ganz viele Gebäude, die an Wände müssen. Damit man bloß... nicht zu viele davon baut. Okay, eine Bahn werden wir auf jeden Fall brauchen. Ihr habt gesagt auch, dass das ziemlich gut ist, weil die dafür sorgt, dass hier, wie soll ich sagen, die ganzen positiven Effekte dann über alle Sektoren gleichzeitig gelten. Die negativen tun sie jetzt schon, die positiven nicht. Das heißt, das ist eigentlich ganz gut. Ja, Technologiebaum. Wir haben noch die Getreidefarm offen und die Fusionsstation und die Feuerwache. Das hier wird wahrscheinlich dann die Protagoras sein. Okay, ich nehme noch die Getreidefarm, dann ist die rechte Seite hier fertig. Okay, es wurde eine Kommunikationsverbindung hergestellt, doch die Besatzung der Ratte erhielt nichts außer Rauschen als Antwort. Die Ratte wird 3 Besatzungsmitglieder an Bord schicken und versuchen, Zugang zu erhalten. Ramme das Frachtschiff, um eine Notlandung zu erzwingen. Die Ratte wird das Frachtschiff rammen und dabei auf die TKP-Triebwerke zielen. Dies sollte das Schiff zu einer Landung auf dem festen Kern von Tatra V8 zwingen.
Okay. Digga. Was ist das? Kann ich nicht einfach gehen? Wenn wir es rammen, können wir uns doch selbst dabei auch irgendwie beschädigen, oder? Aber jetzt einfach so an Bord gehen. Und das während der extrem starken Stürme, weiß ich nicht. Es ist ein Dolos-Schiff, ne? Ein Dolos-Schiff zu rammen, ist auch eher nicht so geil, glaube ich. Wahrscheinlich ist da halt keiner mehr drin, ne? Ey. Die wollen unser Schiff, glaube ich, kaputt machen, ne? Drei Besatzungsmitglieder. Also hier können maximal drei sterben. Hier können maximal fünf sterben. Ja, wir schubsen das. Oh Mann. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das keine gute Idee war. Und mein Bauchgefühl sagt mir, wir sollten in Zukunft vielleicht noch ein zweites Forschungsschiff organisieren, damit wir nicht immer so lange in einzelnen Systemen rumeiern, um alles zu erforschen. Ah ja, und was ich noch machen möchte, oder auch muss, ist Kolonisten trainieren. Automatisch trainieren. Wir brauchen ja Kolonisten. Keine laufende Ausbildung. Ah, wir brauchen einen Computerchip. Was sagt das Recycling Center? Es fehlt noch 6 Müll. Da. Nein. Ich sag mal so. Das Problem mit der Besatzung hat sich ja erledigt, oder? Scheiße. Ah, es war eigentlich obvious, dass es keine gute Idee ist. Oh. Damn it. Ja gut, jetzt muss ich damit leben. Ich habe vorher nicht gespeichert. Das ist ja halt jetzt so. So, wir bauen ein neues Schiff. Bekommen wir nochmal einen permanenten Debuff? Hä, durch Dekret Abfall gibt es einen Debuff? Die mögen ihren Abfall nicht wegbringen? Was ist mit denen los? Okay, interessanterweise, jetzt haben wir zwar auch das Schiff verloren, aber die Leute geben uns keinen permanenten Debuff. Was wollte ich denn in der Halde nochmal machen? Achso, den Müll sammeln, aber das geht nicht. Dann machen wir mal Eis und dann holen wir uns nachher mal Eis. Oder doch? Ah. Scheiße. Die Leute sind unzufrieden. Das ist jetzt wirklich schlecht. Okay, ich muss leider die Propaganda erhöhen. Um insgesamt
ins Plus zu kommen. Funktioniert das? Irgendwie nicht. Okay, warte, wir bauen das Ding nochmal weg. Zentrum für alternatives Leben. Ah, nee, das braucht auch einen Computerchip. Das ist schlecht. Okay, Fusionsstation. Aber das mit dem Abfall verstehe ich auch nicht. Warum sollte das... Warum mögen die keinen Abfall? Durch untere... Ach, minus 1 durch unsere Sterblichkeit. Ach, die sind sauer, weil sie erkannt haben, dass sie sterblich sind, oder wie? Ja, ich... Kinders. So ist das nun mal. Ich pausiere das mal. Okay, ich muss in der Zeit irgendwas Sinnvolles machen. Wir haben ein neues Schiff, die Abyss. Die Abyss wird jetzt reißen. Wir schicken die Abyss zur Protagoras. Oh, einfach unser Schiff verloren. Wie komme ich auch auf die Idee, dass Rammen eine gute Idee wäre? Aber in dem Sturm andocken und die Crew da reinschicken ist auch eine dumme Idee. Das waren alles dumme Ideen. Ich finde es immer schön, wie ich die Situation tatsächlich richtig analysiere, aber dann trotzdem mich falsch entscheide. Minus 0,9, das ist nicht gut. Ich muss wieder ins Positive. Ach so. Das Minus 1 ist... Ach so, nee. Warte mal. Minus 1 ist pro Sektor, oder wie? Also ich bekomme pro Sektor minus 1. Heißt aber auch, wenn ich einen neuen Sektor eröffne, bekomme ich dann nochmal minus 1, oder wie? Oder was? Oh mein Gott. Das ist systemweit. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss den Computerchip anderweitig benutzen, den wir jetzt gleich bekommen. Haben wir denn Silizium hier? Ah, ich wollte da ursprünglich Silizium einlagern, ne? Ich wollte ursprünglich Silizium einlagern. Ja, das hier müsste ein Stück weiter rüber gerutscht werden. So, bohre durch das Eis. 5 Zyklen. Ja gut. Gibt nicht wirklich große Alternativen, ne? Minus 56. Nicht genug Legierungen. Hey, wir haben noch 225. Weil sie sind alle hier gelagert, ne?
Stil. Ressourcenmanagement. Wir sollten schon so 20 in jedem Distrikt haben. War das erste Mal, dass wir ein Vertrauensproblem haben. Das jetzt schon. Ganz schwierig. Kleine Halde. Batterien. Was kostet eine Batterienummer? 40 Legierungen. Wie lange? 1,2. Ja, das ist zu wenig, ne? Wir brauchen hier mehr Batterien. Da kommt noch eine hin. Nee. Okay, da passt aber auch nichts mehr. Eigentlich müsste ich den Speisesaal umbauen. Der ist halt wirklich dezent doof gebaut. Oder doof platziert. Aber den kann ich jetzt nicht einfach abbauen. Ich muss ja auch nicht jeden Verbindungspunkt hier mitnehmen, ne? Ich würde es erstmal so machen. Und da wird dann Silizium gelagert. Natürlich. So, und unser Bohrschiff. Flotte. Okay, würde jetzt als nächstes Silizium holen. Okay, Eis dann mit der niedrigsten Priorität. So. Unser erstes Forschungsschiff verloren, ey. Nee, nee, nee. A science ship team has completed a task. Okay. Komm, das schauen wir uns noch an, bevor wir die Folge beenden, die schon wieder viel zu lang ist. Sind die Folgen zu lang? Ich glaube schon, ne? Wir haben die Protagoras betreten. Es gibt Anzeichen eines Konflikts und überall sind schwebende Leichen, ach du Heilige. Wir haben mehrere Kryokapseln gefunden, die wahrscheinlich von Evakuierungsmaßnahmen der Besatzung stammen. Viele Sektoren sind drucklos und stark beschädigt. Fast alle Bereiche weisen Spuren von Plünderungen auf. Über eines der Stationsterminals konnten wir Diagnoseprogramme starten. Gemäß den Dolos Geheimhaltungsprotokollen wurde der Missionsbericht über den Zustand der Protagoras verschlüsselt und kann im Techniklabor analysiert werden. Wer hätte das gedacht? Und das war's schon. 60 Forschung und 950 Kapseln. Okay, das ist natürlich schon nice. Gibt das jetzt vielleicht einen positiven Buff mal? Mann, erst das hier. Ach. Ist vor allem die hier. Nee, die hier. Und es gibt keinen wirklich guten Grund. So, das wird jetzt hierfür benutzt. Hoffentlich. Wo ist es? Administrator,
Ermöglicht der Tank und andere Schiffe, Strukturen oder Stationen vorübergehend mit Energie zu versorgen. Okay, wild. Administrator, analysis of the Protagoras has been completed. Okay. Frozen, mostly depressurized and out of power, the Protagoras has suffered critical internal and external damage. Sectors 3 and 4 do remain sealed and pressurized. Signs of looting are present throughout the structure, with reports indicating that UN forces attacked, wiping out whatever resistance had been present. They have destroyed and gutted the infrastructure required to generate full jump coordinates. The devices containing the coordinates of Remus have been taken by the Etymanthi. We have received a message from the PA of the Protagoras, Valhalla. Administrator, part of me remembers you. I am glad to see you and your crew are still alive. And to be carrying Ixion, what an achievement. My mind is going. I can feel it. The Protagoras, designed to be an ark for what remained of mankind, was attacked by the UN's superstructure, the Etymanthi. Before my last electric breath, I have launched decryonization protocols. With only two sectors left, the surplus population will be transferred to the Tycoon. Please help the Protagoras. Also leben da noch Leute? I have programmed a delayed data transfer that will send across the Etymanthi's self-similar signature once you have guaranteed the integrity of this structure. They plan to reach Remus. Follow their Vol signature, and you will find our new home. What you will do once you reach your destination is only up to you. Farewell, Administrator. Alter. For the few who stand in the light, and many who dwell in the dark, you carry the fate of us all. An accident has occurred in the Tycoon. Administrator, new mission objectives have been set. To receive the Etymanthi signature, we will need to free the Protagoras from the ice, perform critical repairs, provide resources to support their crew, and via a connection to the Tycoon, reboot the core systems of the Protagoras. Mm-hmm. Ich sehe gerade, es ist plus 1. Ah. Das Ding ist fertig geworden. Okay. Die Lebensqualität. Wichtig ist die Tatsache, dass sie in ihrer Verpflichtung Zeit hatten, für Unterhaltung zu sorgen, dass einige von ihnen glauben, sie wären nicht menschlich, sondern vielleicht eine neue Generation von PA oder genetisch überlegenes Wesen. Wir wissen beide, dass das Unsinn ist. Okay. Plus 10. Okay, wir sind wieder safe. Wir haben verkackt und gleichzeitig wieder gewonnen. Das ist natürlich ganz toll. Zentrum für alternatives Leben bringt aber denen hier nichts, ne? Ja. Aber hier haben wir ja Propaganda als Ausgleich. Gott. Okay, wow. Repariere die Suprastruktur. Achso, das können wir direkt noch, bevor ich das nächste Mal vergesse, da müssen wir höchstwahrscheinlich das hier für machen. Repariere die Suprastruktur, stelle Ressourcen für die Besatzung der Protagoras zur Verfügung, baue das Eis ab, das die Protagoras gefangen hält. Erforsche die Technologie einziehbarer Teleskopmast. Wow. Ist das rote? Sollten wir erst diesen Kolonisierungsversuch starten? Oder erst die Protagoras retten? Das ist die Frage, ne?
Also die Leute hassen uns zumindest schon mal nicht mehr. Wenn auch nur bedingt. Ressourcen sehen gut aus. Ja, ich verstehe das Problem nicht, warum die Recycling schlecht finden. Die sind scheinbar alle ziemlich dumm. Ja, wir werden auf jeden Fall einen neuen Sektor öffnen müssen, um die Crew von der Protagoras aufzunehmen. Aber es ist gut, dass die noch leben. Das sollte doch wenigstens plus 1 Stabilität geben, dass die Leute wissen, yo, da leben noch welche. Repariere die Superstruktur der Protagoras, stelle interne Infrastruktur und Nahrungsversorgung wieder her. Ja, erstmal machen wir das und dann das. Oder bleiben die mit ihrem Schiff dann und chillen da dann für alle Ewigkeit und wir geben denen einfach 100 Nahrung. Das könnte natürlich auch sein. Das können wir uns sogar leisten. Nur die Crew aufzunehmen wird schwierig. Shelby 34 müssen wir noch. Hier Silizium muss noch geholt werden und Eis. Okay, Silizium wird hier schon... Ja, die haben natürlich einen Fokus auf Metall, was auch richtig ist, theoretisch. Weil Metall am wichtigsten ist. Dieses Spiel, es macht mich so kaputt, ich sag's euch. Es macht mich so kaputt. So, ich speichere. Also nehme ich schon wieder mitten in der Nacht und Let's Play speichern. Ich muss auch schauen, dass ich das Richtige speichere. Wir können immer zur Not ein ganzes System resetten, aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt vor. Ja, wir haben was zu tun. Wir haben was zu tun für die nächste Aufnahme. Bis dahin habe ich ja auch eure Kommentare mit Sicherheit schon gelesen zu dieser. Ja, über eine Stunde, aber es ist Sonntag, also ist hoffentlich okay. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann und tschüss.